Leute, heute machen wir mal wieder ein bisschen was anderes. Es wird nicht ganz so technisch heute wie gewohnt, aber auf jeden Fall, ich denke auch cool. Und zwar, wir haben mal wieder die Limo dabei. Leider teilzerlegt ohne Motor, der ist ja bekanntlich noch bei Björn. Aber ich habe das Angebot bekommen, ich kann mit dieser Limo zu meinem Kumpel Benny, BK Performance. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, wir haben dort Marius Golf auf dem Prüfstand gemessen. Da kann ich mit dem Auto hinkommen und dort treffe ich mich mit der Firma Nordeis, Trockeneisstrahlen aus Hannover. Die haben nämlich angeboten, dass sie mir mein Auto jetzt im Winter mal wieder so richtig auf Vordermann bringen und komplett den ganzen Unterboden und den Motorraum von jeglichen, ich sag jetzt mal, Verunreinigungen wie Öl, Dreck und so weiter von den letzten 2 Jahren mir quasi einmal wieder entfernen. Das heißt, wir fahren jetzt zu Benny, dann kommt das Auto dort auf die Bühne. Dann müssen wir ein paar Sachen abbauen, wie Felgen, Radhausschalen, vielleicht den Auspuff, vielleicht ein bisschen von meiner Unterbodenverkleidung und so weiter. Und dann geht es mit dem Marcel von Nordeis auf jeden Fall auch schon los, mit jeder Menge Trockeneis. Und dann strahlen wir wirklich radikal alles wieder sauber. Beim Trockeneisstrahlen muss gesagt sein, man strahlt dort wirklich mit Trockeneis. Und das Trockeneis ist so kalt, ich glaube irgendwas um die minus 70 Grad oder so, dass das quasi auf die Oberfläche, also dass das direkt alles auf der Oberfläche vereist und dadurch quasi wegstrahlt. Wir tragen dabei allerdings keinen Unterbodenschutz oder keine Grundierung oder sonst sowas ab, sondern wir können wirklich gezielt rein den Dreck abtragen. Das ist auch der Grund, warum ich natürlich noch diverse andere Teile mit habe, wie zum Beispiel einen Motorblock und einen Motorhalter und einen Zylinderkopf und so weiter, weil dieses Trockeneisstrahlen hinterlässt bis auf den eigentlichen Dreck, den man abträgt, kein Strahlgut, sage ich jetzt mal, wie man das halt vom Sandstrahlen oder vom Glasperlstrahlen und so weiter kennt. Somit ist das halt auch perfekt geeignet für solche Motorenteile. Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal hin, bauen erstmal auf und dann geht's weiter. Alter, ich nehme alles zurück, weil ihr habt keine Feuer. So, wir haben das Auto auf der Bühne. Haben soweit alles abgebaut, was ab muss, damit wir das Ganze schön sauber machen können. Als allererstes will ich euch allerdings den Jan vorstellen. Moin. Von der Firma Nordeis. Ich habe gerade schon gelernt, das heißt nicht Trockeneis strahlen, sondern Trockeneis reinigen. Kann man so oder so sehen, aber ja. Eigentlich reinigen, ne? Also kein Strahlen, sondern reinigen. Jan, erzähl doch mal kurz, was ihr so macht, wie lange das schon, was genau ihr macht und so weiter. Ja. Also wir haben uns spezialisiert mit Trockeneisreinigen, das heißt in einem Oldtimer-Bereich machen wir sehr viel, wir machen sehr viel auch in neueren Fahrzeugen, Motorreinigung, also überall da, wo Öle, Fette sind, Ablagerung, die können wir also mit Trockeneis reinigen, wir können Unterbodenschutz entfernen, vor allem alles ohne Beschädigung. Wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Was genau passiert da? Ja, also Trockeneisreinigung, sagte schon fast, da ist Eis, aber es ist kein gefrorenes Wasser. Bedeutet also, dass Oberflächen, Bauteile oder elektronische Bauteile nicht kaputt gehen, weil sie nicht nass oder feucht werden. Das Prinzip basiert darauf, dass das Trockeneis ist gefrorenes Kohlendioxid, minus 79 Grad kalt. Und gar nicht so schlecht, ich habe auf dem Hinweg geschätzt irgendwas minus 70 Grad. Ja, hatte ich noch irgendwie so im Hinterkopf so halb. Kugel, genau. Minus 79 Grad, minus 80 Grad kalte Pellets, die sind 3 mm groß. Die kommen hier an diese Maschine rein, da werden sie reingeschmissen, oben in einen Trichter. Da unten ist eine kleine Mühle und diese Mühle befördert das zur Druckluft. Und die Pellets werden dann über eine Pistole rausgeschossen und prallen auf die Oberfläche. Und Fette, Öle, Ablagerungen unter Bodenschutz oder Aufkleber schockgefrieren, werden also spröde. Und die Druckluft sprengt es einfach ab. Ah, okay. Wodurch kommt das, dass wirklich nur die Fette und Öle und so weiter schockgefroren werden und der eigentliche Lack oder ähnliches nicht beschädigt wird? Es liegt einfach daran, von der Beschaffenheit. Also moderne Lacke halten das locker aus, aber alte Lacke oder Industrielacke oder wo man selber was gesprüht hat, das können wir schon entfernen, weil diese halt nicht so hochwertig fest und nicht so hart sind. Aber es geht einfach darum, dass wir die Oberflächen relativ kurzfristig schockgefrieren. Also abkühlen, wird spröde und wird abgesprengt.
Merkt man nach dem Strahlen, dass das kalt ist? Also wird nur wirklich nur rein die Oberfläche kalt oder ist auch die ganze Korse danach ein bisschen kälter? Nur die Oberfläche an sich, das kurze Stück. Es wird sofort ganz kurz schockgefroren, ein paar Sekunden, und dann wird es sofort wieder normal warm. Es gibt keinen Verzug. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr Lacke quasi nicht damit abtragen. Richtig. Und man kann das so gut, ich sag jetzt mal, regulieren, dass man wirklich da, obwohl das Ding jetzt ja ziemlich mächtig und groß aussieht, schon relativ genau mit reinigen kann. Top, genau, richtig. Also wir machen das für den Oldtimer-Bereich, Kfz-Bereich, aber auch in der Industrien, wo empfindliche Bauteile sind oder Sensoren, wo wir aufpassen müssen. Wie du schon sagtest, sieht so riesig aus, aber wir können wirklich schon sehr punktgenau die Bereiche reinigen, die zu reinigen sind, und die anderen Bereiche weglassen. Von was für einem Druck reden wir hier? Mit wie viel kommen diese Pellets da raus? Genau, das Schöne ist, dass bei diesen modernen Anlagen wir den Druck regeln können. Wir können also von nur 2 Bar bis rauf auf 10, 11 Bar hochregulieren. Und genauso können wir also auch hier die Eismenge regulieren. Weil das ist so ein bisschen so das Magische, wo man schauen muss, wie viel Druck brauche ich, wie viel Eis. Und das ist immer so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, ich hatte mich nämlich auch vor Jahren auch schon mal so ein bisschen mit beschäftigt, weil ich es natürlich am liebsten so zum Motorraum sauber machen wollte, ich immer mal so ein kleines Ding selber haben. Geile Idee, ja. Ich glaube, die Dinger brauchen aber tierisch, ich sag jetzt mal, Luftvolumen, weil das so schnell auf die Oberfläche prallen muss, ne? Perfekt, ganz genau. Es gibt kleine Geräte, ich sag mal, sie sehen aus wie Staubsauger, benutzen sehr viele Innenraumreiniger, Fahrzeugaufbereiter, weil sie einfach nicht so viel Bums brauchen. Ja. Wenn es aber darum geht, Meter zu machen, Fläche zu machen oder um richtige Verfettung und Verkrustung zu lösen, braucht man richtig Luftvolumen, um halt dort diese Pellets beschleunigen zu können. Und was halt bei euch auch extrem cool ist, dass ihr das auch mobil macht. Perfekt. Das heißt, ihr fahrt theoretisch überall hin und los geht's ungefähr. Genau. Also ich persönlich sage immer, ich fahre immer gerne raus, vor allem auch immer dann, wenn ich nicht weiß, was passiert. Ja. Ich lehne mich nicht aus dem Fenster heraus, wenn ich nicht weiß, wie funktioniert es und ist das Reinigungsergebnis das, was sich der Kunde auch vorstellt. Also rausfahren, kostenlos, einen Kaffee abholen, halbe Stunde investieren und dann geht's. Gibt es irgendwas, was wir den Zuschauern mitgeben können, bevor 1 Million Fragen kommen, was so geht oder was auf gar keinen Fall geht, was man gleich von vornherein sagen kann? No go. Vergiss es, wird nicht funktionieren so? Ja, klar. Also was auf jeden Fall nicht geht, Rost geht nicht. Flugrost ist noch so ein Grenzbereich und was nicht geht, ist Korrosion. Weil das Trockeneisstrahlen hat halt dort genau die Grenze, weil es halt nicht schleifend ist. Nicht abtragend ist. Ist halt wunderbar, aber genau da fängt es halt an. Ansonsten können wir überall raufgehen. Wir können auf Kunststoffteile rauf, auf Dichtungen können wir rauf. Elektronische Bauteile habe ich schon gesagt. Wir können auf gute Lacke rauf und ansonsten Guss, Alu, Edelstahl und so weiter. Glas. Eine Sache ist ja auch, wo ich beim Trockeneisstrahlen auch immer dran denken würde, dass man ja eigentlich danach kein Strahlgut über hat. Also es ist ja quasi rückstandslos. Wo finden wir den ganzen Dreck gleich wieder? Um den Wagen herum. Also das geht ganz normal in die Luft und fällt auf den Boden? Genau. Okay. Wir fegen zusammen, sind ein paar Kilo meistens nur und dann wird es entsorgt, fachgerecht, fertig. Okay. Also keine Chemie, kein Wasser und kein Strahlgut, was in Hunderten von Kilo aufgekehrt werden muss. Was ganz viele bestimmt auch immer als Problem haben, ist so diese typischen Aluteile vom Motor, wie so ein Motorhalter oder so ein Zylinderkopf oder ein Motorblock, wo man ja immer nicht weiß, was du damit machen sollst, weil wenn es Sand strahlt, fängt es sofort danach wieder an zu gammeln mit der rauen Oberfläche. Genau. Kann man sowas damit strahlen? Ja, kann man auch strahlen. Nur wenn das Aluminium schon eine Korrosion drauf hat, können wir strahlen, solange wir wollen. Es passiert nicht mehr viel. Passiert nicht mehr viel. Aber Öle, Fette oder die Rippen, wo keiner Bock hat reinzugehen mit dem Q-Tip oder so oder mit Chemie, das können wir mit Trockeneis sehr gut entfernen. Also es ist wirklich komplett nur reinigend. Genau, richtig. Oder auch Lackiervorarbeiten. Vorbereitung, genau. In welchem Abstand streibt man da so drauf? So? Je nach Oberfläche. Ne? Also wenn es ein richtig gutes Material ist, können wir bis zu 10, 15 cm rangehen. Und wenn wir sehen, das ist ein bisschen empfindlicher, wie zum Beispiel auch Polster, da gehen wir mit einem größeren Abstand ran. Aber also schon recht weit, so hätte ich jetzt so gesagt. Genau, man kann zwischen 15 und 30, 40 Zentimeter sein. Du sagtest gerade Polster, also Textilien kann man auch streuen damit. Ja, Innenraumbereich, Teppiche, Armaturen. Man kann wunderbar auch alte Sessel, Sofas reinigen, überall. Das heißt, man könnte theoretisch auch, wenn zu Hause Weinglas runtergefallen ist, selbst die Flecken damit rausholen. Die letzte Party kann man damit wieder wegmachen, genau. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das für sowas auch... Aber machen das Leute oder ist das zu aufwendig, da mit Kompressor und allem das da hinzuschleppen und so? Privat ist ein bisschen aufwendiger, aber Hotels
zum Beispiel oder die Deutsche Bahn als Beispiel, die ganzen Sitze oder öffentliche Verkehrsmittel, die einfach wirklich auch Kaugummireste irgendwo haben oder Alkohol oder anderen Klebkram, können wir damit wegmachen. Aber die haben dann wahrscheinlich eine Version, die ein bisschen kleiner ist als das Ding. Nee, wir als Dienstleister kommen mit der großen. Auf jeden Fall. Dann geht er damit durch die Bahn. Genau, und schieben durch. Genau, richtig. Genau, ja. Ja, auch nicht schlecht. Mich interessiert eine Sache. Wir können ja direkt mal einfach hier so halb ans Beispiel gehen. Ich duck mich mal. Wie ist das mit sowas? Geht das auch ab oder kriegen wir das auch nur sauber, theoretisch? Also diese Oberfläche hier, wo Öle und Fette drauf sind, ich guck mal gerade, die kriegen wir auf jeden Fall sauber. Ja, also hier ist so ein bisschen wieder anlackiert damals vom Lackieren. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber könnte man jetzt theoretisch, weil ich ja immer so im Leichtbauwahn bin, die Dichtmasse auch abtragen, den Unterbodenschutz? Wenn es ein Unterbodenschutz ist, der hart ist, den können wir abtragen. Alles, was gummiartig ist oder flexibel, da prallt das Eis ab, weil es dann nicht schockgefrieren kann. Haben aber hier den Vorteil, dass wir trotzdem die Oberfläche nur reinigen, aber nicht den Schutz abtragen. Das heißt, so diesen typischen schwarzen, nachträglichen Unterbodenschutz, den man so von Oldtimern ganz oft sieht, der geht auf jeden Fall nicht. Der ist zu weich. Wenn er neu aufgetragen ist, der geht nicht. Mhm. Aber diese typischen alten Unterbodenschutz oder wenn du ein Fahrzeug aus den Staaten importierst als Beispiel, wo du einfach die Amis mal schnell Pfusch verdecken wollten, den kriegen wir runter. Und jetzt für den Zweck, meinst du sowas, würde man runterkriegen oder? Müssen wir probieren. So, also ich will es jetzt nicht runter haben, keine Angst. Es gibt aber mit Sicherheit den einen oder anderen, genau, der Golf 1, Golf 2, wie auch immer, hat, der wirklich sowas gerne mal blank haben will. Also da können wir wirklich sagen, also wenn der Unterbodenschutz älter wie 10 oder 12, 15 Jahre ist, den kriegen wir also zu 80% runter, weil der halt dann auch vielleicht ausgegast ist und fertig ist. Mhm. Aber neue Unterbodenschutzmassen, die gummiartig sind, kriegen wir nicht runter. Achso, okay. Ja, was können wir alles strahlen heute? Wir haben schön vorbereitet, oder ihr, also wir werden die Radkästen reinigen, wir werden Bremssattel reinigen, wir werden die Federbeine reinigen, wir werden den Unterboden reinigen, dort, wo hin und wieder auch mal vielleicht mal ein Leck war oder wo das Öl sich verteilt hat. Ich würde tippen, der Unterboden hat bestimmt schon so 30 Liter Öl gesehen. Okay. Da ist einiges aus der Entlüftung schon rausgekommen und leider, okay. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal mit einem Radhaus oder so an. Gucken uns das einfach mal kurz an. Super gerne. Und dann gehen wir nochmal drauf ein. Super. So machen wir das. So, das war jetzt gerade das erste Radhaus. Sah auf jeden Fall wild aus mit dem ganzen Nebel etc. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das Ganze vorher aussah. Also man sieht halt schon, dass ich das Auto schon bewege und fahre und gerade hier so auch im Bereich vom Fahrwerk so Fettreste und so weiter. Hier ist überall ein bisschen Sand zwischen. An dem Sattel sieht man das auch schön. Ich muss hier mal einmal rumkommen, René, von der Seite den Sattel filmen. Da sieht man halt auch, dass da schon überall so ein bisschen Fette und Öle sind. Wir gehen mal einmal rüber und jetzt zeigen wir euch das Ergebnis, wie das Ganze dann gestrahlt aussieht. So, und hier seht ihr jetzt auf der Seite, das ist alles blitzeblank. Also man kann hier rüberfassen, Sattel ist sauber, Fahrwerk sieht aus, als wenn es gerade aus dem Laden kommt. Da ist gar nichts mehr drauf. Und auch so, ich sag jetzt mal, das gesamte Radhaus. Da sieht man wieder richtig von damals, als ich die Seitenteile eingesetzt habe, noch ein bisschen Rostschutzgrundierung. Das ist halt wirklich blank. Also jegliche Fette, Öle etc. ist alles weg. Hier oben sieht man das auch ganz gut so an den Plastikteilen. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir machen jetzt an dem Auto weiter. René wird euch das Ganze noch hier und da in ein paar coolen Szenen einfangen. Und danach kümmern uns wir nämlich noch um die Plastikteile, weil wir können nämlich selbst die ganzen Radhausschalen einmal schön sauber schreiben. Man sieht hier sehr schön, wie sauber das Ganze wird. Es ist wirklich fast, ich sag mal,
blank, gerade so diese typischen Aluteile, die immer vollgerotzt und verschmiert und so weiter sind, auch das Fahrwerk. Also ich bin wirklich begeistert. Manschetten etc. überleben das auch alles, da geht nichts kaputt. Jetzt gucken wir nochmal einmal den Motorraum von oben, wie der geworden ist, und dann geht es am Unterboden weiter. Ja, auch im Motorraum ist alles schön sauber geworden. Also was halt gerade schön ist, auch so in Ecken, wo man sonst gar nicht rankommt, ist halt wirklich alles schön, ich sag jetzt mal so fettfrei, glänzend sauber bis in die letzte Ritze. Und alles, was sich so in den letzten Jahren da wieder so an Sand etc. gesammelt hat, ist halt alles weg etc. Das ist schon, das passt schon. Auch wenn man hier so in die Ecken guckt, das ist wirklich bis in die letzte Ecke unten rein. Das ist das Schöne beim Trockeneis reinigen, dass das halt wirklich alles wieder blank wird. Auch die Plastikteile werden alle wieder so leicht mattiert glänzend. Und dabei fällt mir auch ein, Plastikteile. Ich frage den Jan mal, ob man auch die Rathausschalen strahlen kann, weil die sehen natürlich auch aus wie Sau, dadurch, dass halt gerade auf den Flugplätzen die ganze Zeit immer die ganze Scheiße reinfliegt. Deswegen kann man das natürlich für so Rathausschalen umso besser anwenden. So, ich habe gerade die Überlegung gehabt, ob wir wohl die Plastik-Rathausschalen auch gestrahlt bekommen. Mhm. Probieren wir es einfach. Weil die natürlich durch mein ganzes Fahren auf dem Flugplatz immer und so, sehen die natürlich auch extrem aus. Genau. Interessant wäre ja, ob man die vielleicht wieder so ein bisschen, ich sag jetzt mal, gleichmäßiger hinkriegt oder so. Ne? Also definitiv können wir da sagen, dass wir auf jeden Fall eine Besserung hinbekommen. Kunststoffteile können wir reinigen. Mhm. Oftmals ist es sogar so, dass Kunststoffteile auch wieder wie neu aussehen. Mhm. Stoßstangen, außen angebaute Teile, aber auch Radkästen und so weiter. Da halten wir mal mit Trockeneis drauf und schauen mal, was da passiert. Okay, das heißt, wir machen jetzt noch die 4 Rathausschalen und dann machen wir den Unterboden noch. Der ist nämlich noch nicht gemacht und der sieht nämlich auch am schlimmsten aus. Und dann bin ich aufs Ergebnis gespannt. Also die Rathausschale ist auch wieder schön sauber geworden. Die ist auch so, ich sag mal, von der Oberfläche ist die gleichmäßiger geworden. Ja. So, also sowohl sauber, als auch, dass sie so ein bisschen wie so einen leichten Seidenglanz bekommen. Genau, ein bisschen frischer vielleicht, genau. Ja. Und die, man merkt aber beim Anfassen, dass die Schalen haben so richtig hinter sich, ne? Weil, ja, die haben halt wirklich, die sind seit dem ersten Tag bei mir im Auto drin, die sind ja 10 Jahre drin, was die schon so mitgemacht haben mit Steinchen und so weiter, das ist schon, aber es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem, die sauber zu machen, weil gegenüber vorher alleine dieses beige Sandwasser, was man so von Baustellen und so weiter drin hat. Ja, Spritzwasser, genau. Das kriegst du ja gar nicht raus mit einem Dampfstrahler oder sowas, ne? Und hier jetzt so ist es auf jeden Fall schon mal weg. Genau. Was mich aber noch viel, viel mehr beeindruckt hat, ist, die haben schon mit dem Unterboden angefangen. Und da sieht man das Ergebnis nämlich auf jeden Fall am krassesten. Dann geh mal rüber. So, hier sieht man zum Beispiel richtig schön wieder an den Aluteilen, gerade so, wenn es um die Querlenker geht, dass sogar die alte Verzinkung wieder durchkommt. Obwohl die Lenker auch schon ein paar Jahre hinter sich haben. Und das ist gerade so immer so, das sind so diese Ecken vom Motorein- und Ausbau, wo immer das ganze Öl und Fett in allen Ecken drin steht. Ne? Genau, ja. Und das habt ihr ja echt super rausbekommen. Wir haben es also oft, das ist diese typische Problematik, dass Schrauber einfach auch wissen wollen, was da los ist. Um zu gucken, ob irgendwelche Schäden sind oder wenn sie schrauben wollen, wollen sie es halt sauber haben, damit sie sich nicht voll sitzen. Ne? Mhm. Genau. Deshalb bietet sich dieses Trockeneisreinigen halt auch sehr gut an. So, und dann habt ihr jetzt angefangen. Wir sind hier schon ein bisschen weitergegangen in die Richtung. Und hier sieht man jetzt wirklich sehr schön den Unterschied zwischen gereinigt und nicht gereinigt. Ja. Ich selber hätte auch nicht gedacht, dass sich schon wieder so viel Dreck angesammelt hat in den letzten Jahren. Täuscht man sich immer schnell, ja. Täuscht man sich immer schnell. Und das geht dann ja doch schon deutlich, deutlich sauberer, ne? Tja, coole Sache. Hier seht ihr übrigens nochmal, da haben wir etliche Male schon drüber gesprochen, jetzt sieht man ihn. Das ist für die Kohlenwellengehäuseentlüftung, habe ich halt nochmal zusätzlich noch einen weiteren Tank im Mitteltunnel. Also einmal einen auf dem Motor und dann gehen die Leitungen quasi hier rein. Sieht man jetzt gerade schön, weil ich halt das Hitzeschutzblech weggebaut hatte. Für den einen oder anderen, der jedes Detail von der Limo kennt, jetzt kennt er auch noch den Tank dazu. Ja, was machen wir jetzt noch? Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Unterbodenschutz, also dass wir den Unterboden reinigen. Und dann war es das eigentlich schon, würde ich sagen. Dann machen wir die anderen Rathausschalen auf jeden Fall noch, weil jawohl, jetzt, wie ich genau. die gesehen habe, hätte ich die gerne auch noch. Ja. Wie viele Autos habt ihr schon so gemacht? Oder ja. Kann man das so sagen, ihr macht mehr Autos oder mehr Gebäude? Oder? Also natürlich sind wir in der Industrie unterwegs, wir sind bei der Bundeswehr, wir sind für die Deutsche Bahn tätig, aber ganz klar auch die Oldtimer-Szene, Youngtimer-Szene sehr viel. Und auch, sage ich, alle die auch jetzt neuer ins Tune reingehen und neuere Fahrzeuge haben, machen wir da auch sehr viel. Mhm. Motor wäschen, so gesagt, ne? Ganz typisch. Und in welchem Umkreis? Also wie weit fahrt ihr von Hannover weg? Ja, also wir sind mobil.
deutschlandweit können wir fahren, für Industrien auf jeden Fall. Und wenn man in Absprache mit uns ein bisschen was abklärt, fahren wir auch an jede Ecke Deutschlands. Und nur mobil oder theoretisch auch bei euch vor Ort? Bei uns vor Ort. Wir haben eine eigene Hebebühne, wir haben eine Strahlhalle. Mit einem Termin kann man uns machen, Preisansprache. Wir machen eine Probereinigung, wenn was unklar ist, ob es funktioniert. Oder wenn man nicht weiß, wie das Reinigungsergebnis ist, ist für uns wichtig, dass der Kunde also auch damit zufrieden ist. Dann kann man gerne zu uns kommen. Man macht einen Termin und dann gibt es einen Kaffee in die Hand und dann strahlen wir mal eine Runde. Heute gab es sogar Kuchen. Genau. Und wie ist das? Also das heißt, man kann auch euch kontaktieren und auch sagen, hier, ich will jetzt nicht ein Auto gestrahlt haben, aber ich habe gerade, was weiß ich, einen Motorblock, einen Motorradrahmen, genau. Irgendwie solche Sachen, das ist ganz genau. Egal, geht alles. Getriebe, Motoren, Gelenkwellen, alles mögliche, ganze Fahrzeuge, Karosserien und so weiter. Wie ist das, wie sollen die Leute euch am besten kontaktieren? Super gerne über Facebook, über unsere Seite oder auch unsere Homepage www.nordeis.com. Oder halt telefonisch kann man uns erreichen, überhaupt kein Thema. Okay, also ich kann nur sagen, ich bin auf jeden Fall top zufrieden. Dankeschön. Gerade nach den letzten Saisonen, wo das Ding ja viel mitmachen musste, tut es dann doch irgendwie auch immer gut, wenn das Ding wieder schön ist von unten so ungefähr. Ne? Und ich glaube auch gerade für manche Leute, die einfach, wie du schon sagtest, wissen wollen, was an der Karosse so los ist, ne? Das Ding einmal blank machen, weil ich habe auch so ein paar Stellen gesehen, wo man jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen anfangen sollte mit Rostschutz und so weiter, ne, bevor es zu spät ist. Das Auto sieht eigentlich eh keinen Winter, aber blankes Blech ist halt nie so toll. Ne? Richtig, genau. Deswegen. Genau. Ja, geile Sache. Dankeschön. Dankeschön auch für die Einladung. Ich fand's genial. Top. Richtig geiles Team hier. Ich denke, wir haben richtig cooles Material zusammenbekommen. René nickt. Und jetzt machen wir den Rest noch fertig. Alles klar. Und dann gibt's ein geiles Video. Super. Danke dir. Ciao, ciao.